2012 hatten sich die Verkaufszahlen von E-Bikes in Deutschland und Österreich verdoppelt. Neue atemberaubende Ausflugsziele waren auf einmal erreichbar. Der neuen, leichteren Mobilität schien nichts mehr im Wege zu stehen. Tja, wenn da aber nicht immer die Angst mitführe, irgendwo in der Pampa ohne Saft stehen zu bleiben. Des Weiteren gibt's da ja noch die Krux mit den dicken, schweren Ladegeräten, die im Freien ja eigentlich nicht verwendet werden sollten. Ich sag nur, Strom und Regen bringt sicher keinen Segen. Aber ganz nach dem Motto, Mensch, ärgere dich nicht, gibt es jetzt, dank den Erfindern Rupert Stranger, hier links im Bild, und Volkmar Schitter, Abhilfe durch die Bike Energy Tankstellen. Bei herkömmlichen Tankstellen muss man ja das Heimladegerät mitbringen. Eigentlich funktioniert es ja nicht, weil man das Heimladegerät nicht im Freien verwenden darf, wegen der Gefahr des Stromschlags. Und wir haben deshalb eine Erfindung gemacht mit der Bike Energy, dass wir einen Adapter entwickelt haben, den der E-Biker einfach mitnimmt. Das ist ein ganz kleines Ding, das jeder in der Hosentasche mitführen kann, hat vielleicht ca. 30 Gramm und das steckt er an und kann schon tanken, egal wo er ist. Und zwar passend für alle gängigen E-Bike-Akkus. Bereits heute setzen viele Tourismusregionen und Städte auf diese einfache, jedoch geniale Art, alle E-Biker zu erreichen. Denn die Bike Energy Tankstellen sind zum einen ein besonderes Highlight im Sommertourismus, denn sie ziehen Gäste an. Zum anderen entsteht ein echter Mehrwert für Bürger und Gäste, allein schon wegen der Förderung klimaneutraler Aktivitäten. Kurzum, die Bike Energy Tankstellen werten die gesamte Tourismusdestination auf, die durch die größere Reichweite natürlich auch wächst. Mit den richtigen Distanzen zwischen den einzelnen Bike-Energy-Tankstellen gibt's obendrein eine 100%ige Mobilitätsgarantie für die E-Biker. Die Distanzen sind eigentlich nicht die Frage, sondern die Sicherheit ist die Frage. Ich bringe das Beispiel vielleicht mit den Autotankstellen. Wir haben zwar heute Autos, wo wir 1000 Kilometer weit fahren können, aber doch steht in jedem Ort oder in jedem Ort sogar 2 bis 3 Tankstellen. Bei E-Bike-Tankstellen sollte es ähnlich sein, dass der E-Biker einfach überall dort, wo er verweilt, eine Tankstelle vorfindet. Und deshalb werden die Bike-Energy-Tankstellen dort aufgestellt, wo sie gebraucht werden. Also bei Cafés, Berggasthöfen, Einkaufszentren, Gaststätten, eben dort, wo E-Biker sind. Einfach andocken und rasten. Erwähnt sei noch, dass das Aufstellen einer Tankstelle keine Hexerei ist. Unsere Tankstellen werden nicht einfach in ein Betonfundament eingesetzt, das ja sehr teuer ist und aufwendig zu machen, sondern in ein Schraubfundament. Und das kann man vor jeder Almhütte, aber auch mitten in der Stadt überall aufstellen und ganz einfach montieren. Und das geht auch in Ihrer Stadt bzw. in Ihrer Tourismusdestination. Dank Bike Energy können auch Sie in Kürze neue touristische Gipfel erklimmen.